Da gab es ja nun auch schon dieses wunderbare Medium, das Fernsehen, und wir haben ja dann die Sachen, da konnte man ja nun nicht überall bei sein, aber wir haben es ja nur hautnah durch die Abendschau. Ich habe jetzt bei der Abendschau in Berlin gearbeitet. Jede Woche mit dem Otto Schropka als Straßenfeger hatte ja eigentlich die Glossen der Woche zu machen, habe dadurch viel gesehen und habe die ganze Sache Bernauer Straße und so, wo übrigens eine Tante von mir wohnte, direkt Ecke Brunnen, Bernauer, da war natürlich was los. Das hat man natürlich nicht selber miterlebt, den berühmten Sprung über den Stacheldraht von dem, was durch die Welt ging. Aber das war schon. Und dann, komischerweise, man gewöhnt sich ja schnell daran. In Berlin war es dann so, nach einer Woche, 2 Wochen, sprach man schon wieder. Na, ist dann, ja, hier waren noch ein Stück offen, aber da am Friedhofsende, da haben sie auch zugemacht, ja, und da haben sie die, ach, und die Fenster zugemacht in der Bernauer Straße und das und so weiter. Ich glaube, das ging fast dann schon zum Alltag rüber. Was wichtig war, und das Allerwichtigste waren ja, wie gesagt, war ja Familien auseinandergerissen. Berlin war ja eben, das war eine Familie, die wohnten, sag mal, in der Bernauer Straße, der eine auf der Straße, dann der andere auf der, und das war einmal Ost und einmal West. Ja, wir hatten dann gleich beim Stangelsperren im Programm, danach, das ist bevor es 13 schlug, das war so diese Sehnsucht, eine Szene mit der Krim, wo zwei Schwestern dann verreisen, die eine vom Gewerkschaftsbund aus Ost-Berlin und hat eine Fahrt gekriegt auf die Krim, und die Westberliner durften ja dann schon, in die Sowjetunion durfte man ja reisen. Und die fuhren dann zusammen, und erst waren sie in verschiedenen Zügen, denn in Kiew sind sie umgepolt, waren sie verschiedene Waggons, aber im selben Zug, naja, waren sie ziemlich sogar im selben Waggon, und hörte dann auf mit einem Hotelier, sagen wir mal, oder der dazu zuständige auf der Krim, der dann die Zimmer vergab und sagte, Sie sind heißen, sag mal Beispiel, ich weiß es jetzt nicht, Müller, und Sie heißen auch Müller, und gebrochen, russisch-deutsch. Und sagte, na, dann können Sie doch zusammen ein Zimmer nehmen. Und wieso? Ne? Wir haben da und da, aber Sie sind doch Schwestern, nicht wahr? Und dann waren sie zum Schluss in einem Doppelzimmer zusammengelebt, die beiden Schwestern, die sich nur vom Weiten immer gesehen haben, mit dem Satz, der dann aufhörte, die Entfernung hebt sich mit der Entfernung auf. War ein sehr schönes, war dann ein ganzes Programm im nächsten Jahr so, was nur auf die Mauer hinging. Da hat ja die Mauer auch sehr viel gegeben eigentlich. Aber ja, die Mauer hat natürlich, das war ein Thema für ich weiß nicht, wie es in Ost-Berlin war, aber für West-Berliner Kabarettisten war natürlich bedingt immer, nicht wahr? Man konnte alles sagen, denn wir hatten ja unsere Alliierten hier, was heißt alles sagen? Und dann, da war ja auch dann, kurz danach, waren ja auch die Einladungen und so, wir sollten dann auch mal in Leipzig spielen, und da haben die gesagt, vom Künstleragentur, weiß ich was, aus Ost-Berlin, ja, aber politisch bitte nicht, also nicht, sie dürfen natürlich nichts gegen unser System und gegen Walter Ulbricht und gegen den Staatsratsvorsitzenden und Volkskammer sagen, oder, sie brauchen aber auch nichts gegen den Adenauer und gegen den Dings, sondern was sollen wir denn dann in Leipzig, wenn wir das und das nicht dürfen? Ja, dadurch ist das nie zustande gekommen. Wir hatten oft das, und durch unsere Kollegen von der Distel, die es ja wollten, waren ja damals dicht daran, einen Austausch zu machen. Wobei die Genehmigung von den Alliierten da, also von uns, vom regierenden Bürgermeister, da lag, dass die Distel bei uns spielen konnte. Aber wir haben sie eben nicht gekriegt für die Distel. Sie haben ja auch eine sehr wichtige Funktion zu der Zeit gehabt, dass man diese äußerst politisch brisanten Ereignisse hier doch auch mal sehr locker auf die Schippe nehmen konnte, dass man vielleicht auch für viele Menschen auch mal Dinge einfach frei äußern konnte. Und es war sicherlich auch ein Ventil, mit dieser sehr schwierigen Situation umzugehen. Und Sie waren da ja sicherlich eine sehr große Hilfe für viele Berliner. Aber wie haben Sie das selbst mit sich so vereinbart, diese Tage, als die Mauer gebaut wurde? Was ging Ihnen da persönlich durch den Kopf, dass nun diese Stadt, in der Sie ja auch fast immer gelebt haben, jetzt so getrennt war? Naja, ich habe erstmal einen ganz langen Brief an meine Mutter geschrieben, die im Havelland noch saß, und habe gesagt, nun sehen wir uns erstmal. Denn sie konnte ja immerhin bis dato noch kommen als Rentner, denn sonst durfte ja da auch keiner so in dem Sinne einreisen oder nach Westdeutschland. Ach. Also war ein Riesenbrief, und habe ihr geschrieben, vielleicht sehen wir uns im Leben nochmal wieder. Und das war dann auch gar nicht mal so
entfernt, wenn man so will. Es war der Tag vor Heiligabend 1963, als die ersten Passierscheine kamen von West nach Ost. Und da haben wir uns, und wir haben uns in komischer Weise, das hat natürlich auch, wir haben uns das erste Mal in der Distel getroffen. Denn ja, da waren wir eingeladen. Meine Mutter konnte ja nun jederzeit nach Ost-Berlin. Und da haben wir uns das erste Mal gesehen nach dem. Es war eben dieses, die Familie, ja, wie kommst du noch zu denen hin? Und ich war ja nicht mit dem Staatsratsvorsitzenden verwandt. Nicht? Also ich meine, ich hatte ja keine Möglichkeit, irgendwie durch Beziehungen dahin zu kommen. Und meine Verwandtschaft oder Bekanntschaft eigentlich auch nicht. Und das war ja das Wichtigste. Ich glaube, man hat mal sehr nicht an Schulze Müller gedacht, sondern sehr familiär. Damals in West-Berlin. Ich kann nicht sagen, wie es in Ost-Berlin, für die war es ja auch, die durften immer um Berlin rumfahren und durften noch nicht rein. Nicht? Aber das war natürlich, sie sahen ja unsere Abendshow. Und als, wenn wir jetzt mal einen Sprung machen, beim Mauerfall, da war ich sehe, die noch die Bevölkerung, die dann immer sagt, ah, Wolfgang Otto Schrupke, der ja als Straßenfeger war, und sagt, das war so schön, dass Sie da waren, Sie haben uns so viel gegeben, denn Sie haben immer das gesagt, was wir nicht sagen durften. Und das war eben das Schöne. Und das konnten Sie. Und das ging sogar in der DDR ziemlich weit, die Abendschau, bis auf, wenn wir uns manchmal trafen später, so, dann haben wir gesagt, das habe ich gar nicht gesehen. Sagt er, dann, Sie kommen aus Dresden. Wir haben sich dann das Tal der Unwissenden, weil die hatten keinen Empfang. Aber Leipzig und so und Magdeburg und natürlich auch nach dem Norden hin, nach Rostock, die haben das alles gesehen. Nicht?